Hallo, liebe Solopreneure, und grüßt euch an diesem Freitag. In dem heutigen Video innerhalb von der Thrive-Serie möchte ich mit dir sprechen über das Thema: Die einzige unverfehlbare Strategie ist deine Lernkurve, also stell dich auf die Lernkurve. Ein bisschen langen Titel, den ich sicherlich gekürzt bekomme, aber das ist mir heute ein wichtiges Anliegen. Da ist gerade jemand erschienen. Hallo, ich weiß nicht, wer du bist. Schreib im Kommentarbereich. Es geht heute um Thriving in Your Business. Ich möchte ein Business-Thema aufgreifen, nämlich dein Marketing. Und was ich beobachte, ist, dass viele Solopreneure auf der Suche sind nach dem sogenannten Silver Bullet. Sagt dir dieses Begriff was auf Englisch? Das ist quasi die Strategie, die Marketingstrategie, die sicherstellen wird, dass du genau die Menge an Kunden gewinnst, die du möchtest. Egal, ob für ein One-to-One-Dienstleistung wie Coaching oder Beratung oder für einen Kleingruppen-Workshop oder für ein riesenskalierbares System, also Online-Programm oder Online-Produkt. Und ich kenne diesen Wunsch, weil ich war selber früher sehr wirklich energisch hinter dieser Silver Bullet, hinter dieser unverfehlbaren Marketingstrategie. Und ich merke auch immer wieder, dass meine Kunden, die Personen, die zu mir kommen, auch diesen Wunsch haben. Und ich als Business- und Marketing-Coach und Mentorin kann diese Silver Bullet nicht leisten, auch so sehr ich gerne möchte. Und auch ich tappe immer wieder in diese Falle. Ich hatte nämlich in diesem Sommer nee, nicht im Sommer, also Anfang des Jahres, also nicht ganz Winter, nicht ganz Frühling, so dazwischen. Ich hatte mir in den Sinn gesetzt, dieses Jahr werde ich Facebook-Marketing richtig lernen, richtig viel strategischer angehen. Ich hatte nämlich einige Erfahrungen gehabt aus den vergangenen Jahren, wo ich mit Facebook-Marketing-Experten zusammengearbeitet habe, sowohl aus Amerika, aber auch in Deutschland. Und ich habe ganz viel Geld versunken in diese Facebook-Marketing-Experten, in diese Strategien, ohne die großen Ergebnisse. Und dieses Jahr habe ich gedacht, ich gehe das an, ich werde herausfinden, was die Silver Bullet, was für mich ermöglicht, dass Facebook-Anzeigen endlich so funktionieren, wie ich will, wie es für auch andere zu funktionieren scheint. Also es gibt einige Leute da draußen, die sagen, ja genau, Facebook-Marketing über Anzeigen ist genau der Schlüssel, um Kunden, Interessenten in dein Geschäft zu bringen. Also habe ich mich auf den Weg gemacht. Und ich habe einen sehr guten Kurs da gemacht und viel gelernt und umgesetzt und wirklich auch alles umgesetzt, was vorgeschlagen wurde in dem Kurs. Also Schritt für Schritt mit meinem Team gemeinsam, absolut alle Schritte durchgezogen, die da drin standen, mit akribischer Detailverliebtheit, vielleicht ein bisschen zu perfekt auf der ganzen Linie. Und am Ende war mein Ziel, 1000 Kontakte zu erreichen, überhaupt nicht geschafft oder Leads zu generieren, sondern ich lag nach ungefähr 6 oder 7 Monate intensiver Arbeit an der Sache genau bei 155 Leads. Und du kannst dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe Geld in diesen Kurs investiert, ich habe Zeit investiert, ich habe wirklich umgesetzt und ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast von manchen Leuten da draußen, die sagen, ja, die Strategie funktioniert für mich. Und wenn du das genau H1 zu 1 umsetzt, dann wirst du die gleichen Ergebnisse erreichen. Und wenn du es nicht erreichst, dann liegt es ganz bestimmt daran, dass du einfach nicht das richtig umgesetzt hast, nicht das Commitment hattest, nicht das voll durchgezogen hast. Hast du das schon mal gehört? Und witzigerweise habe ich herumgeguckt im ganzen Kurs, wo viele Leute an Bord sind, und es gab tatsächlich sehr viele unterschiedliche Ergebnisse, welche diesen Schritte gefolgt haben, haargenau, und riesengroße, tolle Ergebnisse erzielt haben, welche, wie ich, die sehr mäßige Ergebnisse erzielt haben, und welche, die
vielleicht in der Mitte lagen mit ihren erzielten Ergebnissen. Es war alles dabei von den vielen Teilnehmern, die drin sind. Okay? Warum ist das so? Naja, ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht so identifizieren, woran es in meinem Fall lag. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, wie lange muss man eine Strategie verfolgen, bis es seine Wirkung zeigt? Und das ist eine Sache, die ich bei meinen Kunden und anderen da tatsächlich beobachte, dass es eine Schwelle gibt, wo man beginnt, eine Marketingstrategie auszuprobieren und wo man zu früh aufgibt, beispielsweise. Ganz am Anfang meines Geschäftes war es so, dass ich begonnen habe, Webinare auf den Markt zu halten. Und ich hatte den Heldendonnerstag. Es ging jeden zweiten Donnerstag. Und ich habe erstmal beim ersten Durchführung 10 Leute an Bord bekommen. 2 Wochen später bei dem Webinar 10 weitere Leute an Bord bekommen. Und tatsächlich, über Jahre habe ich teilweise Webinare gehalten mit nur 10 Leute drin oder 20 Leute drin. Und am Ende von 2 ganzen Jahren hatte ich 60 Leute. Das war meine höchste Anzahl. Und ich habe wirklich aufgegeben mit der Strategie irgendwann mal, weil ich einfach gedacht habe, für mich, es funktioniert nicht. Also lasse ich diese Webinare liegen und ich habe, keine Ahnung, ein Jahr oder fast eineinhalb nichts mehr mit Webinaren gemacht, habe aus einem Grund wieder aufgenommen und Webinare wieder begonnen und schwupps hatte ich 600, 700 Leute drin. Was will ich sagen? Manchmal ist es für uns überhaupt nicht ersichtlich, wo das Problem liegt. Liegt es an die Botschaft? Liegt es an der Art und Weise, wie ich es umsetze? Ist es ein Timing-Problem, was gerade da ist, in dem Fall mit den Webinaren? Ich habe was gemacht, lange Zeit, es hat nicht funktioniert. Ich habe eine Pause gemacht, wieder angefangen. Wupp, es war ein Riesenerfolg. Was der Unterschied war, konnte ich nicht erkennen. Und das ist das Ding, ne? Also wir glauben immer, wenn wir alles analysieren bis auf in die Tiefe, dann können wir immer herausfinden und verstehen, woran es liegt. Aber doch, es ist nicht immer ersichtlich. Und nicht jede Strategie, diese Schablone, die Anja Herting hat geschrieben, ich finde diese Schablonenlösungen meist nicht zielführend. Ich achte sehr auf individuelle Beratung bei meinen Kunden. Ja, okay, ja genau. Also diese Schablonenlösungen, wofür sind sie da? Und jetzt komme ich wirklich auf die Wertschätzung von diesen Schablonenlösungen. Weil ich hatte eine Zeit für mich, wo das nicht funktioniert hat, diese Schritt-für-Schritt-Folgen, was jemand mir geraten hat und es hat nicht funktioniert, habe ich gesagt, shit, ich bin schon wieder reingefallen auf diese Idee, es gibt ein Silver Bullet und jetzt werde ich es endlich, ich weiß nicht, wie viele Facebook-Kurse ich schon gekauft habe, es ist bestimmt schon das 5. Dieses Mal werde ich es wirklich knacken, diese Nuss knacken. Und ich war sehr frustriert und enttäuscht am Ende, wo das nicht geklappt hat. Und ich hatte jetzt eine kurze Zeit lang wirklich eine projizierte Wut auf die Anbieterin, oder? Wobei sie nichts dafür kann. Sie hat absolut kompetent, professionell, absolut das gehalten und geliefert, was sie gesprochen hat. Und dann bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich erkannt habe, wo mein Fehler lag im Innen. Nämlich, ich habe gestartet bei diesem Programm und ich habe 2 Erwartungen gehabt. Die eine Erwartung war, ja, das wird die Lösung sein von dem Problem, das ich habe. Endlich, dass das mit den Facebook-Anzeigen klappt. Und zweitens, ich war vollkommen resultateorientiert. Also wenn nicht diese 1000 Leute Leads dabei rauskommen, dann ist es eine Fehlinvestition gewesen und ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Ja? Und plötzlich konnte ich aber was sehen, nämlich etwas, was ich immer wieder sehen muss, was scheinbar die Lektion bei mir nicht reingehen will und vielleicht kennst du das auch. Es geht gar nicht darum, ständig Ziele zu setzen in unserem Geschäft, in Umsatzzielen, Kundengewinnungsziele und all das. Das ist zwar nett und schön, es gibt uns eine Zielscheibe und wir wissen dadurch, wo wir die Pfeile hinschießen können. Aber viel besser ist es, anstatt so Resultate und Ergebnis fokussiert zu sein, einfach uns zu entscheiden, in unserem gesamten geschäftlichen Aufbau und Entwicklung uns auf die Lernkurve zu stellen. Stellen wir uns auf die Lernkurve. Und ich dachte mir, ja, Shalia,
Da hast du wieder dich auf den Ergebnisleiter gestellt, anstatt auf die Lernkurve. Was wäre, wenn du diesen Kurs gebucht hättest mit dieser Schablonenlösungen und du hättest dich auf die Lernkurve gestellt? Was hättest du dort für ein Gefühl am Ende gehabt? Und dann habe ich gedacht, reflektieren, reflektieren. Ich hatte mich gigantisch gefühlt, weil ich habe über diesen 6, 7 Monaten oder länger, wo ich mich damit beschäftige, so viel gelernt. Ich habe gelernt, wie man Custom Audiences target, Lookalike Audiences targeted, Retargeting macht, was eine Interessensgruppe bedeutet, für wen das ist. Ich habe Dinge ausprobiert. Ich habe hier teilweise Reichweite geschaffen, dort ein bisschen bessere Beziehungen aufgebaut. Ich habe plötzlich einen gesamten Zusammenhang gesehen zwischen verschiedensten Facebook-Anzeigenstrategien, den Unterschied zwischen Gruppen, zwischen der Fanseite, wie das in Zusammenhang hängt mit organischem Facebook-Marketing. Ich könnte wahrscheinlich 3 Tage referieren darüber, was ich gelernt habe. Und diese Lernergebnisse sind nicht nur in meinem eigenen Geschäft anwendbar und nicht nur ausbaufähig für die Zukunft, sondern ich kann jetzt viel klarer auch mit meinen Kunden über meine Ansichten und Meinungen und Erfahrungen zu Facebook, weil das ist natürlich ein Thema, was viele meiner Kunden interessiert. Auf der Lernkurve gestellt, wäre das ein Win-Win-Win-Win auf allen Seiten. Und hier ist das Ding. Und dafür sind die Schablonenlösungen gut. Wofür sind sie denn letztendlich da? Ja, wenn wir nicht im Inneren die Erwartung haben, dass sie unsere gesamte Frustrationen, Probleme und Ziele lösen, sondern dass sie uns bewegen in Richtung unserer Lernkurve, dann sind sie gigantisch, weil wir beschäftigen uns plötzlich einfach mit Dingen, mit denen wir uns vorher nicht beschäftigt haben. Wir haben Erfolge, wir haben Verluste oder was sagt man auf Deutsch? Also Failures haben wir auch, also wir scheitern an einigen Stellen. Aber eines ist sicher, auf der Lernkurve gestellt, werden wir den nächsten Weg gehen. Und heute, dieses Facebook-Live-Video, was ich mache hier in der Gruppe mit euch, ist ein direktes Resultat aus meinen Erkenntnissen über Facebook, organisch und bezahlte Reichweite, wo ich abgeglichen habe mit meinen inneren Werten und wie ich gerne vermarkte. Und das hat dazu geführt, dass ich überhaupt hier heute sitze und 2-mal der Woche mit euch spreche über Thriving in eurem Business und in eurem Leben als Solopreneur. Habt ihr das? Also hier gescheitert, um den nächsten Baustein zu sehen, was mich total glücklich und freudig und erfüllt macht und hoffentlich dir auch, was es auf dem Weg gibt. Das heißt, meine Frage an dich ist: Wo in deinem Business bist du aus diesem Resultateleiter? Und wäre es möglich, dass du dich aus die Lernkurve wieder platzierst, wo alles Sinnhaftigkeit hat, wo alles aufeinander aufbaut, wo einem Schritt zum nächsten führt, egal ob es ein Erfolg oder ein Scheitern war? Und wo du immer Sinn darin siehst von jedem Schritt, den du machst, anstatt dich zu bewerten für dein Scheitern und dich zu peitschen, weil es für andere funktioniert und für dich nicht. Ein kraftvolles Marketing ist ein Marketing, was auf dieser Lernkurve aufgesetzt ist, weil die wird dich mit hundertprozentiger Sicherheit in die richtige Richtung führen, und zwar jedes Mal. Das heißt, die Lernkurvenstrategie ist die einzige unverfehlbare Strategie, die du ansetzen könntest in deinem Business. Das wollte ich mit dir heute teilen. So, ich wünsche euch allen, wo ich nicht sehen kann, wer alles noch dabei ist, aber ich grüße Anja und Eva Maria, Andrea und Patricia Steiner ist wieder da. Heißt schön, dich zu sehen. Wie denkst du darüber? Was sind deine Gedanken dazu? Ich freue mich wahnsinnig drauf, von dir zu hören. Schreib mir eine Nachricht unterhalb von diesem Facebook-Video. Wir tauschen uns einfach ein bisschen aus dazu, wo du das erlebt hast oder hast du was gehört oder gesehen für dich heute, was du vorher noch nicht so klar hattest? Oder hast du vielleicht wieder eine Lektion vor Augen geführt bekommen, die du mehrfach auch gesehen hast, wie ich, und immer wieder darauf stoßt und manchmal zu der Tatsache aufwachen musst?
Wie oft geht es uns so in unserem Leben, oder? Schönes Wochenende, bis nächste Woche und keep thriving. Bis dahin. Tschüss.